Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Das Thema heute ist Zahlensysteme. Warum beschäftigen wir uns mit Zahlensystemen? Ja, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass die Maschinen, mit denen wir arbeiten, also die Computer, im Binärsystem arbeiten. Das heißt, die arbeiten mit zweiwertigen Zahlen. Also da hatten wir gesagt, es kann wahr, falsch sein, Lampe an, Lampe aus und so weiter. Sie erinnern sich. Dann hatten wir festgestellt, wenn wir jetzt so eine einzelne Information, nämlich die wir dann in einem Bit abspeichern haben, abspeichern können, dann ist es relativ wenig. Ne? Informationsgehalt ist arg beschränkt. Ja, und bei der Codierung hatten wir uns dann überlegt, gut, da müssen wir halt einfach immer eine bestimmte Menge an Bits zusammenfassen zu einem Wort. Ja, und dann können wir größere oder verschiedenere Informationen ablegen, also größere Zahlen zum Beispiel als 1, ja, indem man die einfach zusammen. Das war so unsere Erweiterung, dass wir gesagt haben, wir fassen jetzt mehrere von diesen Bits zusammen. Gut. Es gibt verschiedene Zahlensysteme. Das Gebräuchliche habe ich jetzt mal aufgeschrieben, das Dezimalsystem, das kennen wir alle. Basis ist die 10, also 100, 345 wäre da in diesem System 3, 4, 5. Dann das Dualsystem oder auch Binärsystem, da ist die Basis 2. Da gibt es einen Zeichenvorrat von 0 und 1, also 0, 1, 0, 0 wäre da eine gültige Zahl. Dann gibt es Hexadezimalsystem, da ist die Basis 16. Sie sehen, AF 3, 2, ja, da ist der etwas größere Zeichenvorrat auch benutzt. Es gibt also jetzt die Ziffern A und F. Und das Oktalsystem, da ist die Basis die 8. Ja, habe ich jetzt mal hier aufgeschrieben, 1, 2, 7, 0. Ja, sehen Sie, da kann ja keine Ziffer größer als die 7 vorkommen. Das wäre jetzt eine Zahl im Oktalsystem. Was alle diese Zahlensysteme gemeinsam haben, ist, ja, sie haben einen gewissen Zeichenvorrat, der ist unterschiedlich, ja, aber der ist fest definiert, also 0 bis 9 fürs Dezimalsystem, 0 bis F fürs Hexadezimalsystem, 0 bis 1 fürs Binärsystem und so weiter. Und sie sind alle Stellenwertsysteme. Ja, das heißt, ich kann jetzt einfach diese Ziffern, die ich in meinem Zeichenvorrat habe, hintereinander schreiben und durch die Stelle, an der so eine Zahl steht, ergibt sich dann ihr Wert. Also aus der Reihenfolge und der Position kann man eine gewisse Bedeutung ableiten. Sie sehen es hier, da habe ich jetzt mal die 14.903. Ja, da ist vorne die 1, ist ein Zehntausender, die 4 ist ein Tausender, also 4.000er, die 9 sind 900er, die 0 sind 0.10er und die 3 sind 3.1er. Also durch die Position der Ziffer in der Zahl ergibt sich ein bestimmter Wert, mit dem die Zahl multipliziert werden muss. Ja, und ganz formal sieht es so aus. Wenn ich jetzt mal das Dezimalsystem formal definieren möchte, dann ist eine Zahl immer die Summe, ja, hier das Summenzeichen, über die Stellen und dann nehme ich einfach die Ziffer, die an der Stelle steht, mal die Basis, in dem Fall die 10, hoch i, also hoch die Stelle. Wenn wir das jetzt mal übertragen aus unserem Beispiel von eben, die 14.903, da habe ich einfach 5 Stellen, also A0, A1, A2, A3, A4. Und Sie sehen hier, 1 mal 10 hoch 4, das sind genau die 10.000. Dann 4 mal 10 hoch 3, das sind die hier die 4.000. 9 mal 10 hoch 2 sind hier die 900. 0 mal 10 hoch 1 wären halt hier 0 mal 10. Und 3 mal 10 hoch 0 sind genau die 3. Das ist fürs Dezimalsystem hier mit der 10 definiert. Die 10 nennen wir da Basis. Das funktioniert aber auch mit anderen Systemen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Binärsystem definieren möchte, da ist der Zeichenvorrat deutlich kleiner, nämlich nur 0 und 1, dann funktioniert das genauso. Ja? Da ist hier halt als Basis eine 2 eingetragen und ansonsten wird einfach die Stelle mal 2 hoch die Stelle, also hoch i hier definiert. Ja? Also auch wieder von 0 bis n über alle Stellen. Wenn wir das jetzt mal hier für unser Beispiel von eben machen, 1, 0, 1 zur Basis 2 ist 1 mal 2 hoch 2, also 1 mal 4, 0 mal 2 hoch 1 und 1 mal 2 hoch 0. Das sind also die 4 plus die 0 plus die 1 ist also die 1, 0, 1 zur Basis 2, nichts anderes als die 5 zur Basis 10. Und das funktioniert jetzt mit allen Systemen, auch mit dem Hexadezimalsystem. Beim Hexadezimalsystem ist das Ganze ja hier zur Basis 16 definiert. Ich habe hier mal eine Gegenüberstellung gemacht. Also Hexadezimal, Dezimal, 0, 1, 2, 3 bis 9 ist langweilig, die sind immer gleich. Und dann geht's weiter eben, die 10 wird dargestellt durch ein A, die 11 durch ein B, die 12 durch ein C, die 13 durch ein D, die 14 durch ein E und die 15 durch ein F. Und die Idee, warum man überhaupt dieses Hexadezimalsystem benutzt, ist, dass immer 4 Bit genau einer Ziffer entsprechen. Sie sehen es hier,
Wenn ich das binär darstelle, geht von 0,0,0 bis 1,0,0,1, ja, bis zu 9. Dann kommt die 10, 0,1,0 und so weiter. Das heißt, binär, ja, hätte ich genau 16 Kombinationen mit 4 Bit. Ja. Das heißt also, eine Ziffer aus dem Hexadezimalsystem entspricht immer 4 Bit. Das ist der Grund, warum man dieses System benutzt. Ja. Wir können aber im Prinzip hier jede beliebige Basis nehmen. Ja. Also in allgemeiner Form oder in verallgemeinerter Form sieht es dann so aus. Ich habe wieder einen Zeichenvorrat, der geht von 0, 1 und so weiter bis B. Ja, jetzt haben wir B mal hier als Basis festgelegt. Ja, also zu einer beliebigen Basis würde das so aussehen. Die Summe geht immer über alle Stellen und den Wert der Stelle mal die Basis hoch i. Also ne, beim ersten Mal 1, beim zweiten Mal 2 und so weiter bis eben wieder 0. Genauso wie wir das eben auch hatten, wenn ich jetzt also wieder das aus dem Beispiel anwende, zur Basis 2, ja, da wäre das hier das Beispiel mit dem Binärsystem, also einmal Basis, die 2 hoch 3, plus 0 mal die Basis hoch 2, also 2 hoch 2, plus 0 mal die Basis hoch 1, also 2 hoch 1, plus einmal die Basis hoch 0, also 2 hoch 0. Und das wären in unserem Fall 8 plus 0 plus 0 plus 1 sind 9 zur Basis 10. Und statt dem B kann ich natürlich auch die 16 einsetzen. Das ist also hier 1F wäre 1 mal die 16 hoch 1 plus 15 mal die 16 hoch 0 sind 15 plus 16. 16 plus 15 sind also genau 31. Ja, das gilt also im Prinzip für jede Basis. So, wie komme ich jetzt aus einem beliebigen System zu einer beliebigen Basis in ein anderes System? Nun, probieren wir das mal aus mit der 13 im 10er-System und wollen die ins Dualsystem umwandeln. Dann nehmen wir die 13 und das machen wir mit der Restwertmethode. Die Restwertmethode funktioniert so, dass ich in der einen Spalte die ganzzahlige Division, also das Ergebnis der ganzzahligen Division, zur Basis und den Rest aufschreibe. Also wenn ich sage, 13 ganzzahlig geteilt durch die Basis, in unserem Falle 2, ist 6 und der Rest ist die 1. So, dann gehen wir in die nächste Zeile, da haben wir 6 geteilt durch 2 in Ganzzahlen ist 3, dann ist der Rest 0. Die 3 geteilt durch 2 in Ganzzahlen ist 1, der Rest ist 1 und die 1 geteilt durch 2 in Ganzzahlen ist 0 und der Rest ist 1. Und jetzt kann ich hier rückwärts die Zahl im Binärsystem ablesen. Das ist ja auch klar. Hier unten habe ich jetzt quasi schon dreimal durch die Basis geteilt. Hier habe ich zweimal durch die Basis geteilt. Hier habe ich einmal durch die Basis geteilt. Dadurch ergibt sich im Prinzip hier rückwärts dieser Wert. So. Das heißt, sie ergibt sich aus der letzten Spalte. Das funktioniert immer. Also probieren wir das mal mit einer anderen Zahl aus. Zum Beispiel mit der 27. Ja, zur Basis 2 jetzt mal, also ins Zweiersystem. Also, wenn ich die 27 durch 2 teile, kommt da raus 13 und der Rest ist die 1. Schreibe ich die 13 hier hin. Wenn ich die 13 durch 2 teile, kommt da raus 6, Rest 1. Schreibe ich die 6 hier hin. Wenn ich die 6 durch 2 teile, kommt da raus 3, Rest 0. Wenn ich die 3 durch 2 Teile kommt da raus 1, Rest 1. Nicht die 1 durch 2 Teile kommt raus 0, Rest 1. Rückwärts gelesen, also in die Richtung, 1, 1, 0, 1, 1. Und können wir ausprobieren. 1 plus 2 ist 3, plus 0 mal 4 bleibt 3, plus 1 mal 8 sind 11, plus 1 mal 16 sind 27 zur Basis 10. Ne? Funktioniert auch mit anderen Zahlen, sagen wir mal, also wenn wir die 324 jetzt mal zur Basis 16 darstellen wollen, 324 durch 16 sind 20, Rest 4, dann schreibe ich die 20 hier hin, 20 durch 16 sind 1, Rest 4 und 1 durch 16 sind 0, Rest 1. Ne? Das heißt also 1, 4, 4 zur Basis 16
entspricht 324 zur Basis 10. Können wir mal überprüfen. Also wir haben hier 16 mal 16 mal 1, also 256 plus 4 mal 16, also 64 plus 4. Schreiben wir das mal untereinander, das ist leichter zu rechnen. 64 plus 4. Kommt hier hinten also raus, 4 plus 4 sind 8 plus 6 sind 14. Da kommt dann 12 raus und dann sind es zusammen 324. Ne? Das heißt also, dieses Restwert, diese Restwertmethode, die funktioniert eigentlich mit jeder Basis. So, und als Übung schreiben Sie dann mal bitte die Zahl 527 im Hexadezimalsystem, die Zahl 59 im Binärsystem, dann die Zahl F43 aus dem Hexadezimal bitte in die Dezimalschreibweise umformen, dann formen Sie mal die 100101 aus dem Binärsystem in die Dezimalschreibweise um und dann formen Sie die 434 in ein Zahlensystem mit der Basis 8, also das Oktalsystem, um. So, und das werden wir uns dann im Plenum nochmal gemeinsam anschauen und vielleicht noch ein paar andere Zahlen umwandeln, sodass wir noch ein paar andere Beispiele dazu haben.